Hallo, ich bin die Bella und das ist der Noah und wir sind da heute mit der Katharina vom Klimavolks zu gern. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich da sein kann. Katharina, was ist das Klimavolksbegehren? Das Klimavolksbegehren ist ein demokratisches Werkzeug wie jedes Volksbegehren, wo wir halt als Bürgerinnen und Bürger unsere Anliegen an den Nationalrat richten können. Und in dem Fall geht es halt um das Klimathema, weil das jetzt so das entscheidende Thema unserer Zeit ist, wo wir entscheiden können, in welche Zukunft wir steuern wollen. Und wenn einem Nachhaltigkeit, Klima und eine gute Zukunft wichtig ist, dann muss man das unterschreiben gehen auf jedem Magistrat, Gemeinde, Amt und wir Handysignatur. Aber warum jetzt genau ein Klimavolksbegehren? Es gibt ja so viele wichtige Themen für junge Menschen vor allem. Warum gerade das Klimavolksbegehren? Warum ist das wichtig? Ich glaube, es ist auch überhaupt nicht der Sinn der Sache, Dinge gegeneinander abzutauschen. Aber gerade jetzt sehen wir halt die Klimafolgen schon in Österreich. Wir haben Ernteausfälle, wir haben Waldsterben, aber auch Gletscherschmelzen. Und auf der ganzen Welt sind jetzt Menschen schon betroffen. Und seit 30 Jahren sagt die Klimapolitik immer wieder, die Klimawissenschaft immer wieder dasselbe. Und dass wir jetzt handeln müssen, weil wir jetzt in den nächsten 10 Jahren quasi das Ruder herumreißen können und in eine nachhaltige Zukunft steuern können. Und wenn wir das jetzt machen wollen, dann müssen wir halt als Bürgerinnen und Bürger auch wirklich auftreten, eine laute Stimme sein und Druck aufbauen. Und das Klimavolksbegehren ist dazu gut. Und ich glaube, gerade junge Menschen haben verstanden, wir werden noch lange in dieser Welt leben und die sollte auch möglichst schön uns übergeben werden. Also das dürfen wir auch ruhig einfordern. Du hast junge Menschen angesprochen. Wie können sich denn junge Menschen beim Klimavolksbegehren beteiligen? Es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Wenn man über 16 ist, kann man es auf jeden Fall mal unterschreiben, sonst seine Eltern und Großeltern dazu bringen, es zu unterschreiben. Und sonst kann man auch mitmachen. Wir haben in jedem Bundesland Regionalgruppen, wo man mitmachen kann. Man kann sich mit den eigenen Talenten einbringen, es weitererzählen, teilen, in der eigenen Gruppe einbringen. Wir brauchen ganz viele Leute, die das einfach weitererzählen, dass es das gibt. Und warum ist wichtig, dass gerade wir Pfadfinder und Pfadfinderinnen uns dafür engagieren? Ich glaube, wenn man noch weiterhin in einer schönen, intakten Natur herumhirschen will und das genießen will, dann sollte man auf jeden Fall das Klimavolksbegehren unterschreiben. Und ich glaube, gerade in der Riege der Pfadfinderinnen ist ja Nachhaltigkeit irrsinnig wichtig und dementsprechend sehe ich euch als wahnsinnig coole Multiplikatorinnen und danke, dass ihr dieses Interview macht und das so mit weitertragt. Ja, danke dir für das Interview. Liebe Pfadfinder und Pfadfinderinnen da draußen, wenn euch Umweltschutz ein Thema ist und wenn ihr den Schwerpunkt, der die Pfadfinderin schützt die Natur, ernst nehmt, dann geht jetzt raus und unterschreibt das Klimavolksbegehren, damit wir auch in Zukunft noch eine gesunde Umwelt haben.